So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Pingus. Wir sind hier bei dieser Levelauswahl und ich bin noch ein bisschen unschlüssig, welche Level ich denn jetzt nehme. Wir werden natürlich alle spielen. Ich denke, ich fange einfach mal mit der Werkskampagne an. Expedition der Pingus. So. Und wir spielen jetzt Herunterfallen. Herunterfallen. Der Geheimdienst der Pingus berichtet, dass eine große Fabrik in den Subtropen der Grund für die Klimaänderung sein könnte. Sie entscheiden sich, dorthin zu reisen und die Fabrik abzuschalten. Das wird eine lange und gefährliche Expedition. Die Pingus und du werden unterwegs viele Schwierigkeiten erleben, da das Eis schmilzt. Müssen sie zuerst einige Brücken bauen und auf das Cliff aufpassen. So, 10 Pingus, ich muss alle 10 retten. Ja, dann werde ich mal schauen, was da passiert. So, ich brauche hier einen Brückenbauer, einen Blocker darf ich nicht verwenden. Einen Blocker darf ich nicht verwenden, weil ich natürlich, ja. Hui. Ah, ich habe den falschen fallen lassen. So, jetzt werden wir erstmal neu anfangen. Weil das war ja natürlich ganz fatal hier gerade. So. Ich habe nämlich den Brückenbauer springen lassen, statt dem Läufer. Zack. Der Läufer, der springt. Der Läufer springt auch. Und der hier wird dann gleich mal wieder ein Fliegengewicht. Ach, mein Ohr juckt. Das ist ein bisschen doof. Dann hört es immer im Mikrofon knacksen. So, du bist natürlich jetzt ein Floater. Und dann das müsste hier dann ja jetzt reichen, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich das machen sollte. So, aus dem mache ich auch einen Floater, aus dir auch und aus dir auch. Natürlich dämlich. Also wieder für einen Eimer. Wofür brauche ich denn da die Dinger? So, ich habe gerade ein bisschen leise gedacht, ich weiß. Ich muss auf jeden Fall... Das ist keine gute Idee, ich weiß, aber ich muss trotzdem nochmal neu anfangen. Weil die Aktion ja gerade eben richtig dämlich war. So. Nochmal. Wir bauen eine Brücke. Du springst. Du springst und du schwebst. Du auch. Du auch, du auch, du auch. Und weil dieser Brückenbauer natürlich viel zu langsam ist, wird der hier auch Brücken bauen. Und der da auch. Bald aufgekommen ist. Der hat auch noch 4. So, das reicht dann jetzt. Und hier rüber werden sie nämlich alle Brücken bauen. Also der erste, der hier ist, der wird dann natürlich Brücke bauen.
So, und aus dir muss ich noch einen Schweber machen. Schweber. Du bist auch noch kein Schweber. Das heißt, aus dir mache ich auch einen. Du bist einer, du bist keiner, du bist keiner. Und du bist keiner. Bist du einer? Ja. So, dann muss ich mich doch mal an diese hier wenden. Und die bauen jetzt natürlich auch Brücken. Und der kann hier eigentlich auch schon gleich Brücke bauen anfangen. Einfach damit er zeitlich nicht den anderen überholt. Du fängst jetzt auch an. So, du baust weiter. Du baust Brücke. Du baust auch weiter. Du gleich auch. So, du auch. Du noch nicht. Sondern jetzt. Walker ist hier. Walker Texas Ranger. Hahaha. Der wollte jetzt auch. So, und das war's denn eigentlich schon wieder. So. Puh. War doch gar nicht so schwer. Hahaha. Gut, haben wir das geschafft. Das nächste Ziel, Norden. Erstmal verlassen die Pingus den Südpol und bewegen sich nach Norden. Sie müssen ihnen helfen. Gut, nach Norden. Mache ich das doch. Ich muss 20 retten und ich habe 10 Brückenbauer. Habe ich ihn... Ach, ich bin noch selten dämlich. So wäre das natürlich auch gegangen. So. Wie viele Gräber habe ich? 4. 1, 2, 3. Okay, ich brauche einen Blocker und einen Brückenbauer. Dann fängst du immer an mit Brücke bauen. Jetzt brauche ich meinen Blocker. Den stelle ich dahin. Ah, Entschuldigung, 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 es tut mir furchtbar leid. So, komm, reich, 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 reich. Locker, locker, locker. Ausgezeichnet. Das nächste Mal geht's hier los. Zack. Bau schön. So, für alle, die sich fragen, wie ich jetzt diesen Blocker hier wieder loswerde, für die habe ich eine kleine Überraschung. Das wird man nämlich dann nachher sehen, wie ich diesen Blocker loswerde. Das ist jetzt natürlich dämlich, dass der hier umgedreht hat. Aber der ist halt beim Bauen gegen die Kante gestoßen. Ich finde das auch immer nervig. Jetzt übrigens wird es wieder so sein. So. Dam du di di dum di dum dim dam dim da dum dim de. So, dann bauen wir mal schon hier. Sollte es ja keine Probleme geben. Genau. So, und hier oben bauen wir dann quasi an der Kante. Da baue ich jetzt. Ja, reicht das? Reicht das? Reicht das? Das wird reichen, natürlich. Die haben doch die Karte so gemacht, dass das reicht. So. Gut, dann brauche ich hier den Scheibenwischi. Okay, und hier. Und hier auch noch. So, Dele.
Und jetzt, wie kriege ich den Dinger hier weg? Ich muss ja alle 20 retten. Einfach, indem ich ihm sage, er soll mal Tunnel bauen. Also indem ich ihm quasi eine andere Aufgabe zuweise, dann explodiert er nämlich nicht. Und dann macht er diese andere Aufgabe und ist danach kein Blocker mehr. Wunderbar. Sehr schön. So. Auf ihrem Weg kommen die Pingus an einer Höhle vorbei. Du musst sie hindurchführen. Denk daran, dass es manchmal mehr als einen Ausgang gibt. Tipp: Um einen Blockierer zu entsperren, kannst du Tunnelbauer und Springer verwenden. Das haben wir ja gerade eben schon gemacht. Dieser Tipp, der kommt recht früh. So, wo geht's denn hier raus? Da werden wir wahrscheinlich rausfallen. So. Das bedeutet doch, ich muss hier mit dem Tunnelbauer durchgraben. Ja, aber einen muss ich ja opfern. Zack, zack, zack. Ich muss 19 retten, 20 kriege ich. Oh, das wird jetzt interessant. Also hier unten ist Wasser, da sterbe ich. Hier muss ich mit zwei Tunnel bauen durch. Dann kann ich hier unten runter. Würde ich aber ungern wollen. Ich würde gern oben lang. Wie viel Brückenbauer habe ich denn? Wie viel Springer habe ich? 3. Lochgräber habe ich 2. Tunnel Bergmänner habe ich. Heißt, ich komme da unten lang. Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Nicht so richtig. Nun gut, ja, da muss ich noch eine Runde drüber nachdenken. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, wir fallen hier raus, dann laufen wir hier rüber, dann nehme ich einen Tunnelbauer. Hier muss ich einen Blocker platzieren, damit die mir nicht abhauen, während mein Tunnelbauer den Tunnel gräbt. Dann bin ich hier. Da kann ich natürlich auch noch einen Blocker platzieren. Dann baue ich hier einmal mit dem Brückenbauer rüber. Ich habe ja 15. So. Dann baue ich hier quasi auch eine Treppe hoch. Das heißt, ich führe die Treppe hier immer weiter. Gehe hier runter, fahre mit dem Tunnelgräber. Hier mache ich... Entweder mache ich hier Bergmann, bis es irgendwann mal nicht mehr geht. Oder ich gehe hier hin und sag. Ja, aber Bombe ist auch blöd. So, und das würde dann zack, 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 zack. Da muss ich nichts mehr machen. Wenn ich hier durch bin, ist alles in Ordnung. Ah, deswegen gehe ich da hin, mache hier einen Climber. Grab mich hier runter. Hier, hier, genau. Dann grabe ich mich hier zurück. Grab ich mich da zurück? Der Punkt ist halt, warum komme ich da zurück? Komme ich vermutlich nicht. So, ja, jetzt habe ich noch ein bisschen nachgedacht. Und ihr habt meine Gedanken
Fakten verfolgt und wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren. Allerdings erst in der nächsten Folge. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann.